to all of you American girls, it's sad to imagine a world without you. American girls, I'd like to be part of the world around you. Driving a car by the seaside, watching the world from the bright side. Yeah. Don't text and drive. Haben wir eigentlich was Neues hier? Oh ja, guck mal. This does not exist, 7. Oktober. Das wird der merkwürdigste Eintrag aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es begann mit dem lebhaftesten Traum meines Lebens. Ich lief mitten in einem Sturm zum Leuchtturm, bis ich zur Klippe kam. Dann sah ich einen riesigen Tornado auf Arcadia Bay zu steuern. Es war so echt, dass ich den Regen auf meinem Gesicht fühlte und die Hosen voll hatte. Dann wurde ein Boot in dem Leuchtturm geschleudert und ich dachte, ich sterbe. Aufgewacht bin ich in Jeffersons Stunde, dabei hatte ich nicht mal geschlafen, wäre fast vom Stuhl gefallen. Er hat mich was gefragt, ich hab total versagt. Victoria hat mich natürlich noch dümmer aussehen lassen, sie ist so fies. Dann war ich zu feige, ein Foto für den Helden des Alltagswettbewerbs einzureichen, während Victoria sich bei Jefferson einschleimte. Er ist so cool und ich will, dass ich Erfolg habe. Okay, hier haben wir niemanden neuen. Okay, neue Nachrichten. These missing persons posters are popping up everywhere. Vermisst, verschwunden aus Arcadia Bay. Vermisst seit Montag, dem 22. April 13. 19 Jahre, 1,65 groß, 50 Kilo, blond, haselnussbraun. Tattoos eines Drachen auf der Wade und eines Sterns auf der Innenseite des linken Handgelenks. Rachel Amber. Wenden Sie sich mit Informationen bitte an Chef von Arcadia Bay. Warum spielen die jetzt so eine Musik hier, wenn man hier... Ich verstehe das, ich finde das gerade echt nicht passend irgendwie. Sollte ich jetzt hier einfach nur durchrushen durch den Dings? Durch diesen Saal hier und irgendwo anders hingehen, ins Klo? Das will ich ja aber nicht, ich will ja hier ein bisschen mich umgucken. There's Taylor, always waiting for Victoria. I think that's Courtney. She's such a slave to Taylor and Victoria. Okay. Ah, the science room. Here's the portal to Warren's brain. I shouldn't be so stingy with my blood. Spende Blut. Die Blackwell Academy braucht frisches Blut. Nimm an unserer Halloween-Spendenaktion am 31. Oktober teil. Das beste Kostüm gewinnt einen Preis. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Yes, this poster must stop bullies dead in their tracks. Bully free me. Was? I hate having everybody see inside my locker. I love that picture of Mom and Dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous as usual. Okay, das war unser. Jetzt fängt das Lied schon wieder von vorne an. Don't smoke if you care, don't pollute the air. We all deserve clean lungs. That's Dana talking to, I think his name is Justin. To all of you. Dana is on my floor too. She's such an archetypal, gorgeous cheerleader. They must make them in a factory. Stella is always deep in her notes. She didn't come to Blackwell to mess around. I've seen Brooke hanging out with Juan. She seems like his type. Watching the world from the bright side. Poor Daniel, he's so nice. I wish I could beat the shit out of Logan. Hm. Und Logan ist bestimmt wieder so ein typischer Bully-Typ. I hate bully jockstraps like Logan. And he's a Vortex Club member. Ah, natürlich. Wer ist das ja? Das wollen die nicht wissen, okay. Kann die Musik mal bitte aufhören? Das ist gerade mega anstrengend. I wish October would last forever. Ja, ein Oktober-Fan. Ich bin ja auch totaler Halloween-Fan. Nicht unbedingt ein Oktober-Fan, aber Halloween-Fan. Also es wird eine Person hier tatsächlich auch vermisst. Don't need a PC. Missed the poetry jam tryouts and I did not steal that backpack. Belohnung. Am 16. September wurde mein Rucksack mit all meinen Schulbüchern und meinem neuen Tablet aus der Cafeteria gestohlen, nachdem ich am Tisch gelassen hatte. Ich brauche das Zeug wirklich für die Schule und auf dem Tablet fanden viele persönliche Fotos meiner verstorbenen Katzen. Also ich bin bereit, eine Belohnung zu zahlen, ohne Fragen zu stellen. Wenn du Infos hast oder gestehen möchtest, weißt du, wer ich bin und wo du mich findest. Word Up, Blackwell Poetry Jam Auswahl am 5. Oktober um 15:15 Uhr Bücherei, der ist schon vorbei. Und zum Verkauf PC Laptop für ausgestattet $600 oder bestes Angebot. Okay. That's so messed up. I should contact them to find out what I can do. As if I am. Rettet Arcadia Bay. Im letzten Jahrzehnt hat der Klimawandel die Küste Oregons verändert, Fische und Fauna eingeschlossen. Dies hat die Fischereiwirtschaft im Bundesstaat geschwächt, auch in Arcadia Bay. Erhebe deine Stimme gegen Umweltverschmutzung und rette unsere historische Stadt. Lass deine Stadt nicht im Stich. Na, vielleicht haben wir die Möglichkeit, noch zu helfen. Ja, natürlich. Okay. Oh, Dekoration, hier geht's schon los. Ja, vermissten Poster wieder. Gun-free Zone. Hayden. There's Hayden, another Vortex Club bro, but he's actually not an ass. Okay, ist die Musik jetzt vielleicht mal aus? Nein, natürlich nicht. Der Vortex Club, bald. Schon wieder das vermissten Muster, die haben das hier überall. It looks like she's been gone for months. Ja. Zur Toilette wollten wir, ich will mich aber noch umgucken. Nerd alert. This poster has Warren written all over it. Join the chess team, Schachclub, okay. There's Juliet from my dorm. Yet another Vortex Club disciple. Figures Juliet would be dating Zachary. Jocks sucked up in the Vortex Club. Hey Samuel! Samuel is such a weirdo, but I kinda like that about him. You can really learn a lot about a school by the weird shit posted on the boards. Der beste Sänger Oregons sucht den besten Gitarristen aller Zeiten, um eine Band zu gründen und die Welt zu erobern. Einflüsse The Raymonds, The Shins, The Beatles, The Ramones, The White Stripes. Zweimal The Ramones? Ramones heißen die, nicht Ramones. Ramones heißen die. The Ramones, The Smiths, The Who, The Ramones, The Style Concealed, The Ramones and Lady Gaga. Ja, natürlich. Lady Gaga. Kontaktiere Steve Hawk. Nee. Keine Anrufe vor 16 Uhr oder nach 18:35 Uhr an Wochentagen. Traurig, einsam, deprimiert, bete mit Gleichaltrigen. Bibelkreis, Sonntagmittags in der Arcadia Bay Bücherei. Alle Regionen willkommen. Sei fröhlich. Schwimme wie ein Otter. Erfahrener, pensionierter Sportlehrer und ehemaliger Otter-Champion trainiert dich persönlich, bis du durchs Wasser gleitest und deinen inneren Otter findest. Für Details kontaktiere Michelle Baranchi, waterlogged@arcadiabaychim.web. Tablet so gut wie neu zum Verkauf. Enthält 5 GB Katzenfotos. Ist das geil? Das ist, ja, das Tablet, was, ja, geklaut wurde. Ist ja fies. He's cute. I like skater boys. Too bad they don't like me. Ah, ich finde den jetzt nicht so geil, aber gut. The Bigfoot Stomp. I should develop some school spirit. Goatee. Yay, Halloween, my favorite time of year. Oh ja. So, haben wir hier noch die Dame. Das ist, glaube ich, Miss Grant. Das ist eine Lehrerin, ja. Miss Grant is a great science teacher. Principal doesn't come out of his office much. Oh, guck mal, wir haben hier eine Karte. How many students ever actually memorize all this shit? I guess we all should these days. Ja. Linke Maustaste zurück zum Schulgebäude, ja. Ich will mich ja nur umgucken. There's the lighthouse again. Gut, ich glaube, wir haben jetzt hier alles und können der Musik entfliehen. Mal ein bisschen schneller laufen und gehen jetzt mal aufs Damenklo. Empty. Good. Nobody can see my meltdown. Except for me. Ach, das war, weil sie Kopfhörer aufgesetzt hat. Jetzt habe ich das geschnallt. Ah, sorry. Ja, gut. War trotzdem ein bisschen nervig, die Mucke, weil es zu laut war. Now, who would bother to write that crap? Rachel Amber is a bitch. Okay. Nee, warte mal. Ich will erstmal hier. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Okay. Mal gucken wir uns aber vorher noch mal ein bisschen um. I'm good to flow. Thanks. Ich lasse es lieber laufen, der gute Tamponspender. This poster must drive people to have sex. Abstinenz macht das Herz liebevoller. Du kannst ohne Sex lieben und lernen. Die Zeit ist auf deiner Seite, genau wie der gesunde Menschenverstand. Also nutze ihn! Graffiti, Kate twerkt für Gott. Okay, ja. Also sehr schöner Humor hier stellenweise drin, mag ich. Haben wir hier noch was? I hate Victoria Chase. Ja, wer hasst sie denn auch nicht? Whoa, where did that butterfly come from? It doesn't look like any kind I've ever seen before. The blue wings are practically glowing. I can almost feel the air moving around me. The butterfly feels almost like a spirit. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. As he likely was. These pieces of time can frame us. I already heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, shit. Can you give me an example of a photographer? I cannot believe this. Captured the human condition in black and white. Okay, if I'm crazy, anybody? I might as well go all the way. Bueller? Can I actually reverse time? There you go, Victoria. Why Arbus? Because. Oh wow. Anybody? Bueller? Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her image. So, soll ich jetzt so lange drücken, bis der ganze Kringel aufgebraucht ist? Oh, ich kann die Zeit zurückdrehen. Das habe ich jetzt nicht erwartet. I did it. I actually did it. I'm a human time machine. Anybody? Max, don't freak out. Not yet. Soll ich mir jetzt alles together, Max? You feel like totally haunted by the eyes of those. When I took my selfie, Jefferson asked me a question. If he does again, I'll know this is for real. Kids call a selfie, a dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming this. It's real. I can tell. The early 1800s. Your generation. So I can go back in time. Selfie expression. What if that girl isn't dead yet? The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for. I need to go to the bathroom quickly and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self? Ich könnte das jetzt überspringen, aber es ist sinnvoll. I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max, but you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody here who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after class, and I need time to save that girl. A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind again and give him the right Dieses Symbol zeigt an, dass deine Informationen erhalten hast, die nützlich sein wird, wenn du die Zeit zurückdrehst. Aber ich kann doch jetzt hier nicht ständig die Zeit zurückspulen, dann spielen wir ja immer nur den Anfang des Spiels. Halte Umschalt gedrückt, um schneller. Ah, okay. Max, since you've captured our interest and clearly want to join the. Ah. I'm sorry. I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody here who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after class, and I need time to save that girl. A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerreian process brought out fine detail in people's faces. Was soll ich denn jetzt aber machen? Extremely popular from the. Now, Max, since you've. Ich kann bloß eins von den beiden drücken. I'm sorry, but I egal. Nice truck. Is there any das mal eben. Victoria. The Daguerreian process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular. Wowzer, my old broken camera is new again. Halte rechte Maus, um den Dialog zurückzuspielen. I should rewind. Okay. Ich habe also was vergessen. Ich dachte, es ist das, was Victoria gesagt hat mit dem. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? The Daguerreian process, invented by a French painter named Louis Daguerre, around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerreian process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of Evan. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Okay, ich habe gerade nicht gesehen, dass oben noch eine dritte Antwort war. Deswegen. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I'm not avoiding, just biding time, waiting for the elusive right moment. Exactly. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Drücke String um deine letzte Aktion schnell. Yes, Victoria, you still have to do your homework. Warum sollte ich das jetzt aber rückgängig machen? Is turning in a photo, so I see you, Max Caulfield. Don't even let one of photography. Yeah, I'm not sure I have one. Given your selfie output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. Okay, damit scheint er ein bisschen zufriedener zu sein. Und wir gehen jetzt mal gucken, ob wir unsere Dame da im Blau retten können.